Sie sind die Stars im Schwimmbad. Wenn der SG Mönchengladbach trainiert, dann ist das Spaß und harte Arbeit zugleich. Wer hierher kommt, will sich nicht nur mal eben abkühlen. Die Schwimmer wollen an ihre Grenzen gehen und darüber hinaus. Die Startgemeinschaft Mönchengladbach vereint die Schwimmsportabteilungen der Vereine in der Stadt. So tritt man unter einer Flagge zu den Wettkämpfen an. Spaß am Schwimmsport, klar, das wollen alle hier, aber auch Erfolg. Schwimmen ist ein schöner Leistungssport, aber wer hier mitmacht, der will auch gewinnen. Und Arbeit, Arbeit! Das klappt nur mit den besten Trainingsmöglichkeiten. Genau das kann die Startgemeinschaft bieten. So, also ich möchte das heutige Programm besprechen. Wir schwimmen ein Einschwimmen. Wir beginnen mit 400 Kraul Rücken im 100er Wechsel. 6 Kicks nach jeder Wende. Und danach 4x50 Kraul Beine. Das eine ist mit angelegten Armen, mit Rotation, mit Rollen. Und abwechselnd mit Kraul Beine in Streamline. Das Training für den Wassersport beginnt mit festem Boden unter den Füßen. Naja, zumindest fast. Im Fitnessstudio. Auf dem Programm Athletiktraining. Ohne genügend Kraft geht beim Schwimmsport heute gar nichts mehr. Das ist so wichtig, weil wir brauchen einfach Kraft. Wir brauchen Kraft, wir brauchen Beweglichkeit. Wir brauchen Kraft ist die Grundlage von der Schnelligkeit. Wir brauchen einfach das, um im Wasser schneller voranzukommen. Im Vitusbad bereitet sich bereits eine andere Gruppe vor. Die jungen Sportler teilen sich in verschiedene Mannschaften auf. Ab 7 Jahre kann man beim SG Mönchengladbach mitmachen. Dafür muss man bereit sein, viel Freizeit zu opfern. Die Kleinen gehen bis zu 3-mal die Woche schwimmen, 1,5 Stunden lang, plus etwas Athletik. Dann steigert sich das Training langsam. Denn die Älteren werden noch mehr gefordert. 7 oder 8 Mal pro Woche zum Training, das ist keine Seltenheit. Doch die jungen Sportler mögen die Herausforderung. Ich habe 7 bis 8 Mal die Woche Training. Das kommt eben darauf an, wie das mit der Schule funktioniert. Dazu gehört eben dann 2-mal die Woche Frühtraining zu. Das heißt dann gegen 5:15 aufstehen und um 6 Uhr am Beckenrand. Ich will schon oben dabei sein. Am Anfang des Jahres war ich bei den deutschen Meisterschaften, da war ich das erste Mal dabei. Und da bin ich jetzt unter den Top 30 in Deutschland. Das ist für mich ganz gut. Top 20 greife ich jetzt an oder wenn nicht sogar die Top 10. Und ich werde jetzt wahrscheinlich bei den deutschen Meisterschaften 8 nächstes Jahr wieder dabei sein. Auf die Plätze! Ja! Rund 650.000 aktive Schwimmer gibt es in Deutschland. Die Konkurrenz ist groß. Daher hält der Verein immer wieder Wettkämpfe ab. Nicht selten über 2 Tage. Ein Riesenaufwand. Rund 40 Kampfrichter werden dafür gebraucht. Da müssen dann auch die Eltern ran. Wir brauchen für einen Wettkampf, für 8 Bahnen, um die zu bestücken, 40 Kampfrichter, die das freiwillig machen. Und um Kampfrichter zu werden, ist eine 2-stufige Ausbildung vonnöten. Einmal 8 Stunden vom DSV, einen ganzen Samstag, sich mit den Regelwerken auseinanderzusetzen. Und dann noch mal mindestens 3 Wettkämpfe als Rookie arbeiten. Ein Großteil der Eltern sind dafür auch mit ausgebildet worden für die Kampfrichter. Allein in diesem Bereich, das Personal, was am Becken steht, ist so circa 40 Mann stark. Das wird nahezu aus der kompletten Elternschaft gestellt. Die machen das alle ehrenamtlich für ihre Kinder, für die anderen Kinder. Und das ist schon eine große Herausforderung. Die jungen Sportler in der Startgemeinschaft wollen etwas erreichen. Das Ziel, einmal internationale Wettkampfluft schnuppern. Und obwohl für das Training dafür sehr viel Zeit drauf geht, kommt die Arbeit in der Schule nicht zu kurz. Im Gegenteil, der durchorganisierte Schwimmsport hilft sogar dabei. Ich finde, dass ich besser in der Schule geworden bin. Ich bin eigentlich ziemlich gut in der Schule und durch Schwimmen habe ich halt mehr Organisation, weil ich meine Zeit besser einplanen muss und so. Natürlich, ich denke, dass das Schwimmen einem so viel, also insofern etwas bringt, dass man disziplinierter wird und es auch alles dann unter einen Hut bekommt, dass man seine Hausaufgaben machen sollte. Man hat eben einen ganz strukturierten Tagesablauf. Training ist einfach ein fester Bestandteil vom Leben und vom Tag. Das heißt, man hat immer nur einen gewissen Zeitraum zwischen Training und Schule und den muss man halt eben gut nutzen. Man weiß, man schreibt Klausuren, man weiß, man muss Hausaufgaben machen. Und das macht man dann halt eben auch, als wenn man den ganzen Tag Zeit hat und dann fällt das dann irgendwie hinten rüber. Um einen Schwimmbegeisterten zu einem Top-Schwimmer zu machen, das dauert viele Jahre.
6 bis 10 Jahre Minimum vom Beginn seiner Karriere an. Eine Menge Arbeit für Sportler und Trainer. In so einer Zeit bauen alle eine intensive Beziehung zueinander auf. Also man lebt natürlich mit denen mit, man lebt mit den Familien mit. Man weiß schon, wie sie funktionieren ein bisschen, und trotzdem überraschen sie einen immer wieder, das ist das Schöne. Man baut eine Beziehung auf, man arbeitet mit denen zusammen, man geht durch Höhen und Tiefen. Ja, und natürlich zum Schluss wollen wir alle, dass wir gemeinsam einen Erfolg feiern. 1, 2, 3, 4! SGB! So, ciao.